Wir freuen uns sehr, dass du trotz deiner zeitlichen Belastung wieder den Weg zur AWO-Bundeskonferenz gefunden hast. Du bist nicht nur ein gern gesehener, sondern eben auch ein dauerhafter Gast unserer Konferenzen. Und das zeichnet dich aus, manchmal auch im Verhältnis zu dem, was andere vor dir dafür ermöglicht haben. Seitdem du Vorsitzender der SPD bist, ist die Zusammenarbeit jedenfalls auf der Bundesebene gut. Auf allen anderen Ebenen könnte es manchmal noch ein bisschen besser werden, aber das ist nicht dein Einfluss, sondern das müssen wir selber organisieren. Danke für die gute Zusammenarbeit, das will ich vorweg gesagt haben, die uns in der Partei, mit der Fraktion und mit der Regierung, jedenfalls auf der SPD-Seite, auszeichnet. Ich will, wie ich ja auch im Laufe der Konferenz schon angedeutet habe, einige Dinge nur ganz kurz anreißen. Nicht um dir das nur mit auf den Weg zu geben, sondern auch um zu sagen, dass wir hier sehr intensiv, auch politisch, sozialpolitisch sowieso, miteinander diskutiert haben. Und dass wir natürlich die besondere Situation Deutschlands und Europas und der Welt nach manchen Dingen, die wir auch in der Öffentlichkeit und in Wahlen und anderen Auseinandersetzungen erlebt haben, uns schon sehr tief berührt und beschäftigt. Und ich glaube, dass deswegen auch für uns wichtig ist, Zeichen zu setzen, nicht nur in der Fachpolitik, sondern auch in der Gesellschaftspolitik. Das wollen wir auch als Arbeiterwohlfahrt noch deutlicher als bisher. So haben wir es jedenfalls auch in dem gestrigen und in dem heutigen Teil der Antragsberatungen miteinander beschlossen. Ich finde und wir finden, dass durch den Einfluss der SPD in der Großen Koalition viel Gutes erreicht worden ist. Und wir wollen da nicht nur Mindestlohn und Zeit- und Leiharbeitsbegrenzung und die Frage der Familienförderung und viele andere Dinge nennen oder anreißen, sondern es ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man merkt, hier sind welche zusammen. Die haben jedenfalls zunächst erstmal das Gefühl, sie müssten für das Land viel tun. Und da ist die SPD ganz maßgeblich, weil die gesellschaftliche Orientierung, die die SPD in diese Koalition mit einbringt, aus unserer Sicht ganz besonders wichtig ist. Und die Ökonomisierung der Gesellschaft, auch übrigens der sozialen Arbeit, die uns an vielen Stellen große Sorgen bereitet und die uns manchmal auch sehr belastet, ist nicht unser Thema, also nicht das Thema der SPD in der Großen Koalition, sondern wir wollen, dass der Sozialstaat die richtigen Impulse erfährt, dass die Menschen aus der sozialstaatlichen Verantwortung in diesem Lande auch die Hilfen bekommen, die sie benötigen und die wir dann auch als diejenigen, die die Angebote vorbereiten und durchführen, dann auch entsprechend aufrechterhalten wollen. Das Entscheidende scheint uns zu sein, dass also der Sozialstaat nicht nur neue Impulse braucht, sondern vor allen Dingen auch eine neue Grundfinanzierung. Und ich finde es bemerkenswert, dass wir über Jahre hinweg darum gerungen haben, auch über die Strukturveränderungen in dieser Gesellschaft, aber auch zum Beispiel im kommunalen Umfeld zu reden, aber nie so richtig wussten, Klaus Moos, du bist ja auch wieder hier, wie man denn den Kommunen wirklich helfen kann. Und ich finde, der Solidarpakt, den du durchgesetzt hast, auch in der Großen Koalition, in dem der Solidarzuschlag fortgesetzt wird und umgestaltet wird zu einem Strukturzuschlag, zu einer Strukturhilfe, gerade auch im kommunalen Raum, das macht uns Mut, an der einen oder anderen Stelle noch mehr zu fordern, ich will das deutlich sagen, über diesen Teil dann auch hinaus. Das, was uns ab und zu, das will ich auch zugeben, fehlt, mir persönlich, vielen anderen hier auch, dass die SPD zu wenig deutlich macht, wenn es denn mal nicht gelingt, etwas durchzusetzen, wer denn die Blockierer sind, wer denn diejenigen sind, die die Verantwortung dafür tragen, dass an manchen Dingen es nicht so richtig gelingt. Ein gutes Beispiel in dieser Woche, muss man ja auch mal sagen, der Rentenkompromiss. Der Rentenkompromiss ist absolut unzulänglich, wie er beschlossen worden ist. Aber es ist gut, dass Andrea Nahles am nächsten Tag mit deiner Unterstützung, denke ich mir, vor die Presse getreten ist und dann am Donnerstag den nationalen Rentenplan der SPD vorgestellt hat und dafür sorgt, dass wir weiterdenken als das, was in Koalitionen dieser Art möglich gewesen ist. Und das, finde ich, müsste an manchen Stellen dann auch noch ausgebaut werden. Dafür hätten wir auch noch ein paar Vorschläge. Auch das will ich dir dann mit auf den Weg geben. Also wir haben einen Leitantrag hier beschlossen für mehr soziale Gerechtigkeit mit der ganzen Palette der Dinge, die damit zusammenhängen. Übrigens auch mit mehr Steuergerechtigkeit, dem Schließen von Steuerschlupflöchern und vielen anderen Dingen, die dazugehören, um das deutlich zu sagen. Aber auch mit der Tatsache, dass wir uns besonders denen in der Gesellschaft zuwenden sollten, die in besonderem Maße in die Armutsfalle geraten sind oder geraten könnten.
Das sind in erster Linie Familien mit Kindern, Alleinerziehende vor allen Dingen mit Kindern. Und deswegen finde ich übrigens, dass die Frage, wie das Unterhaltsvorschussgesetz zurzeit diskutiert wird, hochalarmisierend ist aus unserer Sicht. Wir dürfen dieses Instrument nicht aus der Hand geben, aus Finanzierungsgründen. Das darf nicht sein. Da muss den Familien mit Kindern, den Alleinerziehenden geholfen werden. Und die Debatte ist nicht in Ordnung und nicht anständig, um es mal so zu sagen, wenn schon am Anfang einer solchen Gesetzgebungsdebatte die Finanzierungsvorbehalte wieder formuliert werden. In diesem Fall übrigens von den Kommunen. Also drückt in diesem Fall, sonst unterstütze ich Sie ja auch immer, die kommunalen Spitzenverbände mal an die Seite. Die sollen euch da nicht einflüstern, erst die Finanzierung zu klären und dann die Sachfragen. Umgekehrt wird da ein Schuh draus. Wir haben gerade mit der Anerkennung der sozialen Berufe unsere großen Sorgen, nicht nur wegen des Fachkräftemangels, der jetzt schon überall zu spüren ist, sondern auch aus der Grundüberzeugung heraus, dass in den sozialen Berufen unglaublich wichtige Arbeit geleistet wird, in diesem Lande, in dieser Gesellschaft. Und die Anerkennung heißt am Ende auch bessere Bezahlung. Wir wollen die tarifliche Absicherung, wie bei der AWO, ganz allgemein durchsetzen. Da wäre es ganz gut, Herr Bundeswirtschaftsminister, wenn das Tarifvertragsgesetz dann auch mal angepasst werden würde. Wir dürfen nicht mitberaten, wenn es darum geht, die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen herzustellen. Das finden wir, ehrlich gesagt, nicht angemessen. Ja, und zum Schluss, wir beschäftigen uns intensivst damit seit gestern und auch noch nachher und morgen früh, wie wir dann den Kampf in der Gesellschaft gegen den Populismus, gegen den Rechtsextremismus, gegen den Rassismus, gegen viele andere Auswüchse, die wir alle aus unserer Grundüberzeugung nicht hinnehmen wollen und hinnehmen dürfen, wie wir den dann führen können. Und deswegen, da sind wir natürlich unverändert und in besonderem Maße an deiner Seite, an der Seite der SPD, wenn es darum gilt, den Populisten die Grenzen aufzuzeigen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, sie auch anzugehen und sie ihnen auch wirklich zu zeigen, dass das für uns alle nicht hinnehmbar ist. Das werden wir auch noch in Anträgen hier zusätzlich beschließen und auf den Weg bringen. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, dass wir viele Leute mitnehmen, dass die Oberflächlichkeit und die Zurückhaltung und die Tatsache, dass vielleicht auch mancher einfach wegguckt, viel zu groß ist noch in dieser Gesellschaft und dass es einfach beileibe auch nicht damit getan ist, sich einmal im Monat bei Anti-Brigida oder Bragida oder Pegida oder an solchen Veranstaltungen zu beteiligen und dann zu glauben, man hätte seine Pflicht und Schuldigkeit getan. Nein, das muss ein tagtäglicher Kampf überall da sein, wo uns dieser Rechtsextremismus, dieser Rassismus begegnet und wir werden alles tun, um dem uns zu widersetzen. Zum Schluss, denn wir wollen ja dich jetzt hören, ich gebe dir ein paar wunderbare Hausaufgaben mit. Ich hätte mal gesagt, tue ich dir mal in den Wolfsburger Rucksack. Und das ist der Antrag, den ich schon zitiert habe. Das ist der Antrag Kernforderungen der SPD zur Bundestagswahl 2017. Soweit sind wir schon. Und natürlich auch dieses, was uns das Jugendwerk gestern präsentiert hat. Eine wunderbare Aktion, ein offenes Herz. Ein offenes Herz, nämlich das der AWO, kennt keinen Rassismus. Und dagegen wehren wir uns, wo immer es geht. Du hast das Wort. Und das Papier. Lieber Wilhelm, liebe Freundinnen und Freunde von der Arbeiterwohlfahrt und für die, die es sind unter euch, liebe Genossinnen und Genossen, wenn jetzt schon die AWO beschließt, was die SPD im Wahlkampf machen soll, dann spart uns das erstmal einen Haufen Zeit, oder? Und nein, dann zeigt das
dass wir zusammengehören und auch viele von euch werden ja nicht SPD-Mitglied sein. Ich finde übrigens, Wilhelm, wir müssen eins wieder schaffen, dass jedes AWO-Mitglied in der SPD ist, aber vorher müssen alle SPD-Mitglieder in der AWO Mitglied sein. Ich bin länger in der Arbeiterwohlfahrt als in der SPD. Und noch länger bin ich bei den Falken. Das hilft auch, manches zu ertragen, liebe Genossinnen und Genossen. Aber ihr wisst, wir haben eine gemeinsame Herkunft und ich glaube auch eine gemeinsame Gegenwart und Zukunft. Die Arbeiterwohlfahrt heißt nicht ohne Grund Arbeiterwohlfahrt. Sie hatte immer das Ziel, denen, die hart dafür arbeiten, dass der Wohlstand im Land entsteht, dass die auch einen gerechten Anteil am Haben und am Sagen übrigens auch in der Gesellschaft haben. Und dass sie dort, wo sie in Schwierigkeiten geraten, dass sie dort Hilfe und Solidarität und Begleitung finden. Und übrigens, der Sozialstaat, der aus solchen Ideen ja gewachsen ist, den es ohne Sozialdemokratie und Arbeiterwohlfahrt gar nicht gäbe. Die Idee dieses Sozialstaates ist nicht Hilfe mit den Schwächsten, das oder für die Schwächste. Das ist auch eine Idee, ja. Aber ich sage nochmal, das ist viel mehr. Das ist sozusagen die Solidarität aller mit allen. Und das heißt, die gerechte Teilhabe am Haben und am Sagen für alle die, die die Werte in unserer Gesellschaft schaffen und die sitzen in der Regel nicht in den selbsternannten Eliten und Banktürmen dieser Gesellschaft, sondern gehen hier um die Ecke, arbeiten bei Volkswagen, im Pflegeheim, im Krankenhaus, bei der Polizei, Verkäuferinnen und Verkäufer, Handwerksgesellen. Für die sind wir da, liebe Genossinnen und Genossen und liebe Freundinnen und Freunde. Und die gehören in den Mittelpunkt unserer Arbeit. Ich glaube, dass das im Kern die Botschaft ist, die wir mit dem, was wir Solidarpakt genannt haben, aussenden müssen. Denn immer mehr Menschen haben den Eindruck, dass sie irgendwie aus dem Blick geraten sind. Und das sind nicht nur die mit Schwierigkeiten in der Gesellschaft, sondern es sind auch viele Menschen, die irgendwie ganz normal arbeiten gehen, aber merken, dass du selbst mit einem guten Einkommen dir in Großstädten keine anständige Wohnung mehr leisten kannst. Das sind die, die jeden Tag arbeiten gehen, aber merken, dass am Ende immer weniger für sie übrig bleibt, um sich die kleinen Dinge, die Wünsche zu erfüllen, die sich ihre Eltern und Großeltern selbst vorgestellt haben oder für ihre Kinder und Enkel vorgestellt haben. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich habe immer so zwei Sprüche gehört meiner Eltern, die ich irgendwie nicht mehr hören konnte, aber geahnt habe, es könnte was dran sein. Das erste war, streng dich an, dann wird was aus dir. Es gibt jetzt Streit in meiner Familie, ob das gelungen ist. Aber der zweite Spruch, ich weiß nicht, warum ihr da lacht. Der zweite Spruch ist, du sollst es mal besser haben als wir. Das war der Wunsch unserer Eltern und Großeltern und übrigens auch die Aufforderung, sich auf den Hosenboden zu setzen, damit es hinterher besser wird. Und viele von uns haben ja gemerkt, ja, da ist was dran. Keine paradiesischen Zustände. Aber Stück für Stück wurde das besser. Und heute gibt es viele Eltern und Großeltern, die haben Angst, dass ihren Kindern und Enkeln schlechter geht, als es ihnen selber gegangen ist. Also, was müssen wir machen, um die wieder mehr in den Blick zu nehmen? Das ist ja ein bisschen seltsame Lage in unserer Gesellschaft. Auf der einen Seite sind wir ein wohlhabendes Land, übrigens auch mit deutlich besseren Bedingungen als im Rest Europas. Wir haben in diesem Jahr 43,5 Millionen Beschäftigte, nächstes Jahr 44 Millionen, so viel wie noch nie in der Geschichte unseres Landes. Und anders als manche behaupten, nicht etwa wegen steigender prekärer Beschäftigungsverhältnisse, sondern die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse nehmen zu und die prekäre Arbeit nimmt ab. Wir haben wieder seit 3 Jahren endlich nach 15, 20 Jahren echte Reallohnsteigerungen. Wir haben gerade die höchste Rentenerhöhung hinter uns seit 20 Jahren und auch im nächsten Jahr wird es eine anständige Rentenerhöhung geben. Und wir haben die niedrigste Arbeitslosigkeit seit 26 Jahren. Das heißt nicht, dass es nicht viele gibt, an denen das vorbeigeht. Das heißt nicht, dass es noch viel zu viele in Leiharbeit und Zeitarbeit gibt, Alleinerziehende, die nicht wissen, wie sie klarkommen, übrigens das Thema Unterhaltsvorschuss. Da will ich gleich am Anfang mal was zu sagen.
Ich habe im Sommer gelesen, eine Studie von Bertelsmann, da sagen die, die Hälfte der Kinderarmut kommt daher, dass sozusagen Unterhaltspflichtige ihren Unterhalt nicht zahlen. Gott sei Dank, das muss man auch sagen, die überwiegende Mehrheit der Unterhaltspflichtigen in Deutschland zahlt ihren Unterhalt. Aber wenn die Hälfte der Kinderarmut dadurch entsteht, dass Unterhaltspflichtige nicht zahlen, und das sind in der Regel Männer, dann allerdings, ich war ehrlich gesagt entsetzt, dann muss man da was tun. Und ich gebe zu, ich bin ein bisschen persönlich engagiert dabei. Weil ich kenne noch eine Zeit, da saß meine Mutter, ich war so vielleicht 11, 12 Jahre, in der Küche und heulte, die war Krankenschwester, ging Schichtdienst arbeiten, 2 Kinder, und sagt den Satz, vielleicht ist es besser, ich hänge mich auf, dann geht es euch vielleicht besser. Weil der Alte natürlich nicht gezahlt hat. Und weil damals, das war vor der Gesetzgebung von Willy Brandt und Hans-Jochen Vogel für die Verbesserung von Unterhaltsrecht, von sozusagen Veränderung des Scheidungsrechts und all das, was die Sozialdemokratie damals tat, um Frauen in eine faire Situation gegenüber ihren Ehemännern zu bringen, wenn das schiefgegangen war. Bei uns war das alles, bloß nicht fair. Und die Erinnerung daran, ich habe gedacht, das sei vorbei. Und jetzt lesen wir, es gibt wieder Mütter, die auf solche schrecklichen Ideen kommen. Ich habe das nie vergessen als Kind, nie, bis heute nicht. Und deswegen sage ich dir, Willi, es muss möglich sein, dass erstens der Unterhaltsvorschuss länger gezahlt wird als nur 6 Jahre und die Grenze bei 14 Jahren muss auch weg. Das sind die beiden Dinge, die wir schaffen müssen. Der Unterhaltsvorschuss übrigens ist für die Kinder da. Er ist für die Kinder da. Nicht irgendwie für irgendwas anderes. Darauf kann man übrigens auch nicht verzichten. Sondern der muss gezahlt werden. Und was wir auch machen müssen, ist, dass die Frauen in eine andere Lage kommen. Meistens sind es Frauen. Denn was passiert heute? Sie gehen dann, werden sozusagen in ein Gerichtsverfahren gezwungen, das sie selber anstrengen müssen. Das macht keiner für sie, müssen sie selber machen. Dann wird ein Monat gezahlt und dann geht der Spaß von vorne los. Und ich finde, das muss doch so sein, dass da, wo der Unterhaltspflichtige zahlen kann, aber nicht zahlen will, die Frauen das nicht alleine durchsetzen müssen, sondern dass der Staat das für sie durchsetzt und sie nicht da vor Gericht ziehen müssen. Und natürlich wollen wir was dafür tun, dass auch die Erwerbstätigkeit besser wird. Dafür übrigens braucht man mehr Betreuungsangebote. Das ist die Voraussetzung dafür, dass Frauen mit Kindern auch wieder arbeiten gehen können. Ich wollte das nur sagen, weil mich das persönlich wirklich aufregt, wie über diese Frage in Deutschland debattiert wird. Und ich würde mir übrigens wünschen, statt dass wir wieder mal anfangen, über alle möglichen Steuersenkungen für Leute zu reden, die es nicht nötig haben, lieber mal das Geld nutzen, um die Kindertagesstättengebühren überall abzuschaffen, damit sozusagen da die Familien entlastet werden, wo es wirklich gebraucht wird. Also, eigentlich eine gute Lage im Land, aber es gibt noch genug zu tun. Und obwohl es uns wirtschaftlich ganz gut geht, wächst die Unsicherheit im Land. Auch bei denen, die gute Arbeit haben. Auch bei denen, die guten Lohn haben. Was passiert da? Was ist da los? Ich glaube, dass ganz viel dazu beiträgt, dass Menschen merken, dass die Welt gerade neu vermessen wird. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, vor ein paar Jahren kam ein Buch raus, das beschäftigte sich mit Alexander von Humboldt und seinen Reisen durch die Welt und mit Karl Friedrich Gauss, dem Mathematiker. Und das Buch hieß Die Vermessung der Welt. Sozusagen die Entdeckung der Welt, aber auch ihre Berechnung. Und ich glaube, wir sind Zeitzeugen einer Neuvermessung der Welt. Ich glaube, dass unsere Welt gerade neu vermessen wird in ganz unterschiedlicher Hinsicht. Die Menschen wissen das nicht alles ganz genau, aber Tucholsky hat mal gesagt, die meisten Menschen wissen nicht alles ganz genau, aber sie fühlen das meiste genau. Die Menschen fühlen, dass das, was wir zum Beispiel in der Digitalisierung erleben, dass das die Welt dramatisch verändern wird. In ganz unterschiedlicher Weise. Hier nebenan ist so ein mittelständischer Automobilhersteller. Ja, der verlässt sich bislang darauf, dass junge Leute zum Autohändler gehen, weil sie ein Auto besitzen wollen. Es gibt aber eine Menge junge Leute, die wollen in Zukunft Mobilität besitzen. Die gehen auf eine Plattform im Internet und Google weiß über deren Mobilitätswünsche mehr als Volkswagen, Daimler und BMW zusammen. Was verändert eigentlich dabei die Arbeitsprozesse? Jetzt wollen wir alle Elektroautos haben. Dafür braucht man aber nur 50% der Zuliefererteile, die wir bisher haben.
was wird eigentlich aus den Menschen, die bei Bosch, bei ZF oder hier in der Region in Braunschweig Komponenten für Getriebe herstellen oder in Salzgitter Motoren. Die Menschen merken, da verändert sich was. Die Welt verschiebt sich auch in ihren Gewichten. Bislang war Europa wichtig. Jetzt nimmt Europa an Bevölkerung ab, aber Asien wächst, China wächst, Indien wächst. Und die Länder wollen nicht mehr nur Orte sein, Marktplätze, wo wir unsere Produkte verkaufen, sondern sie wollen selber Technologie exportieren. Und sie verändern ihre ganze Politik. Die Gewichte verschieben sich von Europa weg. In Amerika, egal wer der Präsident ist, in ein paar Jahren wird die Mehrzahl der Bevölkerung keine europäischen Vorfahren mehr haben, sondern chinesische, lateinamerikanische, afrikanische. Der Blick Amerikas wird sich immer weiter wegwenden von Europa. Und übrigens, die Amerikaner werden sagen, warum sollen wir für die Sicherheit in Europa zur Verfügung stehen, denn Europa ist genauso reich wie wir, das sollen die mal selber machen. Wir sagen, die Amerikaner sollen mal aufhören, im Nahen Osten zu intervenieren, aber wer kümmert sich dann eigentlich, wer geht rein in das Vakuum? Die Menschen merken, da ist unheimlich viel in Bewegung, ganz viel. Und es gibt eine Neuvermessung in der Frage der Politik. Die Demokratien, die Liberalen, die sozialen Demokratien sind oft in der Defensive, ich will nicht sagen auf dem Rückmarsch, aber in der Defensive. Und die autoritären Antworten in der Welt sind in der Offensive. Und zwar nicht nur in den USA mit Herrn Trump, sondern Herr Putin. Meine größte Sorge ist, dass sich Trump und Putin zu gut verstehen. Herr Erdogan, mitten in Europa haben wir die Gefahr, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass in Frankreich eine rechtsradikale Frau Präsidentin Frankreichs wird. In Dänemark sitzen die Rechtsradikalen in der Regierung, in Finnland auch. Das heißt, auch politisch wird gerade die neue Welt neu vermessen zwischen sozialen und liberalen Demokratien auf der einen Seite und autoritären Antworten auf der anderen Seite. Und das alles spüren die Menschen und suchen nach Orientierung. Und bislang haben sie Orientierungen bekommen, die sie nicht zufriedenstellen. Die hören seit 30 Jahren, die Globalisierung, die ist eben so, passt euch an. Das geht eben nicht mehr mit der sicheren Rente und den hohen Löhnen. Wir sind im Wettbewerb. Anpassung, das haben wir 30 Jahre lang gehört. Die merken auf einmal, die versprechen, dass dabei am Ende allen gut geht. Die finden nicht statt. Die sehen, dass sich ein paar Milliardäre in der Welt bereichern, dass irgendwie ein paar der Menschen sich den vierten Bugatti in die Garage fahren und ansonsten sie Flüchtlinge in ihrer Turnhalle um die Ecke haben. Die merken auf einmal mit der Globalisierung, die Versprechen finden nicht statt. Sie stellen fest, ihre Kinder haben eine gute Ausbildung, dafür haben sie sich krumm gelegt. Aber es gibt trotzdem keinen festen Arbeitsplatz, sondern nur Zeitarbeitsangebote und Leiharbeitsangebote. Sie stellen fest, dass diejenigen, die ihnen immer versprochen haben, dass wir in Deutschland eine soziale Marktwirtschaft haben, auf einmal erleben sie, dass ein Teil superreich und gierig ist und ein paar andere, denen wird dann immer gesagt, für die Sanierung ihrer Schule sei kein Geld da. Oder für eine anständige Rente sei kein Geld da, aber wenn die Banken in Krisen geraten, dann kriegen sie Hunderte von Milliarden hinterhergeworfen. Auf einmal ist für alles Geld da. Ich will gar nicht sagen, ob man Banken retten muss oder nicht, aber die Menschen gucken auf die Welt und stellen fest, hier ist irgendwie ganz viel aus den Fugen geraten. Und jetzt suchen sie nach Orientierung. Orientierung, die manchmal die falschen sind. Übrigens, das ist ein guter Slogan, aber passt auf, nicht jeder, der AfD hinterher rennt, ist ein Rassist. Auch die Sozialdemokratie muss aufpassen, dass sie nicht auf Menschen herabschaut, denn die Menschen, die zu uns schauen, haben oftmals den Eindruck, die da oben, wir hier unten. Ich mache euch mal ein Beispiel. Ich fahre immer nach Usedom in Urlaub. Da haben die jetzt mit 40% AfD gewählt. Da habe ich meiner Frau gesagt, fahren wir nicht mehr hin. Und dann haben wir mal geguckt, was sind eigentlich die Gründe. Ich wollte das mal wissen. Und da stellt man fest, in Usedom ist das passiert, was in vielen Teilen Deutschlands passiert. Wir haben nämlich immer klare Regeln, wie viele Einwohner gibt es, damit es ein Amtsgericht gibt, wie viele Geburten gibt es, damit es eine geburtshilfliche Abteilung im Krankenhaus gibt, wann ist ein Krankenhaus da, wann ist ein Finanzamt da.
Und in Usedom haben diese Parameter alle nicht mehr gestimmt. Und dann haben sie erst das Amtsgericht dicht gemacht, dann noch eins. Und am Ende haben sie das Krankenhaus mit der geburtshilflichen Abteilung zugemacht. Und zwar SPD und CDU in der Landesregierung. Und nun ratet mal, was die machen, die darüber stinksauer sind. Die den Eindruck haben, ihr habt uns vergessen. Wir existieren für euch gar nicht mehr. Die haben gesagt, die einzige Chance, sich dagegen zu wählen, ist AfD. Ich glaube nicht, dass es vernünftig ist, die jetzt alle zu Rassisten zu erklären. In der AfD gibt es Rassisten. Na klar, die Führung von denen will in die Zeit vor Willy Brandt zurück. Und ein Teil von denen will noch in die Zeit vor Konrad Adenauer zurück. Ja, das stimmt. Aber es gibt auch, die FAZ hat gerade geschrieben, eigentlich ist es nicht richtig, sich nur darüber aufzuregen, dass die zurückgelassenen Ressentiments haben, sondern eigentlich muss man sich aufregen, dass es Zurückgelassene gibt. Ich finde, wir müssen aufpassen, dass wir die, die da Anführer sind, richtige Rechtsradikale, echte Rassisten sind, nicht verwechseln mit denen, die manchmal den Eindruck haben, die da oben hören uns sowieso nicht zu und deswegen so wählen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, denen zu zeigen, dass wir sie kennen, dass wir sozusagen ihr Leben kennen. Und dass wir sie ernst nehmen. Ich glaube, dass das von großer Bedeutung ist. Ich sag euch mal was an diesem Beispiel Wolgast. Ich glaube, es gibt zwei riesige Aufgaben in den nächsten Jahren. Das eine ist, in den Großstädten endlich dafür zu sorgen, dass Leute mit normalen Einkommen auch anständige Wohnungen finden, die sie bezahlen können. Die Wohnungsnot ist gigantisch in diesen Städten. Aber es gibt eine zweite Aufgabe, in den ländlichen Regionen dafür zu sorgen, dass man da auch leben kann und eine angemessene Daseinsvorsorge vorfindet und nicht, wenn der nächste Kindergarten geschlossen werden soll, die NPD kommt und denen sagt, wir erhalten das aufrecht, sondern dass der Staat in der Lage ist, das sicherzustellen. Ich glaube, dass Heimat zum Beispiel ein ganz wichtiger Begriff ist. Der ist nicht aus dem letzten Jahrhundert. In einer Welt, in der sich alles schneller zu drehen scheint, in einer Welt, wo die Menschen den Eindruck haben, jeden Tag ändert sich das. Und übrigens, dass in einer Welt, wo sie wissen, die Änderungen werden auch weitergehen, wünschen sich Menschen auch sicheren Grund unter den Füßen. Da, wo sie sozusagen sich gut aufgehoben fühlen. Und das sind ihre Dörfer, ihre Gemeinden, ihre Städte, ihre Stadtteile. Da, wo Jugendförderung existiert, wo soziale Angebote sind, wo ältere Menschen Hilfe und Begleitung erfahren, wenn sie es brauchen, und Eltern, die arbeiten gehen, Kindertagesstätten. Da, wo sozusagen nicht nur die Kirche im Dorf bleiben muss, sondern auch die Grundschule. Und wir werden dafür auch Geld brauchen. Wir werden das muss uns was wert sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube deshalb, dass wir ganz viel dafür tun müssen, dass Menschen sich beheimatet fühlen. Am liebsten würde ich den Bundestagswahlkampf unter die Überschrift stellen, Deutschland muss Heimat bleiben und Europa wieder Heimat werden. Und das ist nicht irgendwie eine folkloristische Auffassung von Heimat, sondern dass man in einem geordneten Gemeinwesen lebt. Verwahrloste Städte und Gemeinden, die produzieren verwahrloste Köpfe und Seelen, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde. Darum geht es. Das ist ein Grund, warum ich glaube, dass wir zeigen müssen, dass wir Menschen sehen. Und dazu zählt übrigens auch, Menschen in den sozialen Dienstleistungen anständig zu bezahlen. Die haben doch oftmals auch den Eindruck, dass wir ihr Leben gar nicht kennen. Wenn wir dann da Elitendialoge führen, ich weiß nicht, über CETA und weiß der Geier was noch. Am Ende des Tages müssen wir doch jungen Menschen, älteren Menschen, die zum Beispiel in der Altenpflege arbeiten, zeigen, dass wir wissen, dass das eine harte Arbeit ist. Eine, die gesellschaftlich unheimlich notwendig ist. Ich plädiere seit langer Zeit dafür, dass wir diese Berufe zum Beispiel endlich rausholen aus den Schulgesetzen, rein ins Berufsbildungsgesetz, mit einer anständigen Ausbildungsvertrag und mit einer Ausbildungsvergütung statt Schulgeld in einigen dieser Berufe zu bezahlen. Da geht doch die Benachteiligung von Frauen los. In den wenigsten Fällen ist es doch so, dass im Betrieb die gleiche Arbeit unterschiedlich bezahlt wird bei Männern und Frauen. Das gibt es auch, ja. Aber meistens kommt es doch daher, dass die gewerblichen und technischen Berufe
in der Industriegesellschaft wichtig waren, deswegen sind sie immer gut bezahlt worden. Und die sozialen Berufe, meine Mutter hat noch gelernt, Krankenschwester, so nannte man das damals, wird man eigentlich für Gottes Lohn. Fand ihn nicht, ist er in die ÖTV eingetreten. Also das ist der Vorgänger von Verdi, falls ihr das nicht mehr wisst. Ihr seid ja alle so jung, dass ihr das nicht mehr kennt. Also, naja, bei ÖTV, da wusste man, was das ist, ne? Ich will das nur sagen, die müssen natürlich auch anständig für ihre Arbeit bezahlt werden. Und Wilhelm, du kannst sicher sein, mit der Union ging nur das, was wir jetzt machen konnten, beim Thema Allgemeinverbindlichkeit für Tarifverträge. Nach der nächsten Bundestagswahl muss mehr gehen. Wir müssen es schaffen, wieder mehr Unternehmen unter Tarifverträge zu bekommen, weil der Mindestlohn ist doch kein guter Lohn. Das ist doch auf Deutsch gesagt, Entschuldigung, vielleicht darf man das bei der Arbeit auch sagen, ein beschissener Lohn, den wir doch nur... Den haben wir doch nur eingeführt, damit es nicht immer weiter nach unten geht. Was wir wollen, sind anständige Tariflöhne. Und das heißt dann, ja, dafür müssen wir dann auch Geld zur Verfügung stellen. Das ist so. Für Pflegekräfte alle mal. Bitte? Was sagst du? Nein, nein, das sage ich nicht. Das sage ich nicht, weil dazu weiß ich zu viel über die Wirtschaft dieses Landes. Es hat keinen Sinn, den Leuten zu sagen, 10 Euro in der Stunde und zu wissen, dass ein Großteil der Jobs in der Gastronomie in Nordostdeutschland oder im Erzgebirge dann in der Schwarzarbeit verschwindet. Man kann nicht die Abteilung wünscht dir was, dafür bin ich nicht zu haben. Aber das trifft natürlich nicht zu für die Bereiche, die wir endlich wieder in die Tarifverträge bekommen müssen. Und dazu zählen die sozialen Dienstleistungen allemal. Ich glaube auch, dass es das der Gesellschaft wert sein muss. Es gibt übrigens 2 Dinge, an denen man den Anstand der Gesellschaft ganz gut messen kann. Was tun wir für Kinder und was tun wir für ältere Menschen, die am Ende ihres Lebens Hilfe und Begleitung brauchen? Und in beiden Fällen kann Deutschland deutlich anständiger werden, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Freundinnen und Freunde. Was ist jetzt unsere Antwort auf diese Verunsicherungen? Wo die Menschen merken, die Welt wird neu vermessen und keine Ahnung, ob die da oben eigentlich wissen, dass es mich gibt. Na, ihnen zu zeigen, dass wir wissen, dass es sie gibt. Und das bedeutet, sich auch auseinanderzusetzen mit manchen, die da Sorgen haben. Manchmal habe ich Angst, dass in der Politik, auch in der SPD, in der AWO sicher nicht, bei euch ist alles besser. Aber naja, wisst ihr, wenn ich manchmal so höre, wie so geredet wird über Menschen, kann man bei uns eigentlich aufstehen in der Ortsvereinsversammlung und sagen, also ich gucke RTL und dann nochmal ein paar Sendungen nennen, die da laufen. Warum nennen wir das eigentlich Unterschichtfernsehen in unseren Debatten? Kann man bei uns eigentlich noch aufstehen und sagen, ich bin übrigens Raucher? Ja, ich sage das nicht ohne Grund. Dürfen Menschen aufstehen und sagen, ich habe Sorge vor diesen vielen Flüchtlingen, geht das eigentlich gut? Die sind nicht sofort Rassisten. Wir treiben sie aber in deren Arme, wenn das bei uns keiner sagen darf. Ich rate uns, ganz viel zuzuhören, ganz viel zu zeigen, dass wir Menschen in ihren Lebenslagen kennen und dass wir sie übrigens wertschätzen. Wir haben manchmal auch so Ideen in uns entwickelt, die mal super waren, und glauben, dass sie auch heute noch passen. Zum Beispiel die Geschichte Aufstieg durch Bildung. Ich gehöre dazu, ich habe das erlebt. Bei mir im Stadtteil, wo ich aufgewachsen bin, da durfte man maximal Volksschule machen, so hieß das. Und zwar mit dem Argument der Eltern, nach 9 Jahren ist genug, da muss Geld ins Haus kommen. Ich war der Einzige, den meine Mutter auf die, so hieß das, Mittelschule schickte, auch noch auf die Mittelschule für Knaben, was echt eine Sauerei war. Aber nach uns, die hatten wenigstens Mädels mit in der Klasse. Und dann war ich der Einzige, der in meinem Stadtteil zum Gymnasium gehen konnte. Viele andere meiner Schulkameraden, Fußballfreunde, die haben das viel schwerer gemacht über einen zweiten Bildungsweg. Nicht so einfach, wie ich das machen konnte. Das war eine gute Erzählung. Aber wenn wir heute immer über Aufstieg durch Bildung reden, müssen wir aufpassen, dass die Verkäuferin oder die Altenpflegerin nicht den Eindruck hat, sie hat etwas falsch gemacht in ihrem Leben.
berufliche Bildung ist nicht weniger wert als akademische Bildung. Und im Gegenteil. Ich sage euch, SPD gehört ja auch dazu, wir kämpfen dann immer für Studiengebührenfreiheit an Unis. Okay, haben wir erreicht. Ich fände es ganz gut. Wir wären auch dafür, dass wir die Gebühren für die klassischen Frauenberufe in ihren Physiotherapeutinnen und anderes abschaffen und auch die Meister- und Technikergebühren abschaffen. Damit wir mal zeigen, wofür wir da sind. Die Gesellschaft zusammenzuhalten wird übrigens nur gelingen, wenn die Parteien nicht alle wie die Vollsorte, ich kenne mich ja inzwischen aus bei Einzelhandel, wie ihr wisst, nicht alle als Vollsortimenter daherkommen. Ein paar lesen Zeitung, merke ich gerade. Naja, also ich sage euch in aller Offenheit, für 15.000 Verkäuferinnen, Lagerarbeiter, Gabelstaplerfahrer zu kämpfen, ich finde das anständig, das gehört sich so. Und die, die da dagegen kamen und mit abstraktem Wettbewerb kamen, es geht um 1% übrigens beim Wettbewerb, das sind meistens gut verdienende Professoren im öffentlichen Dienst, die da schlaue Reden über Wettbewerbsrecht halten. Das ist nicht die Gruppe, für die wir Politik machen. Aber sozusagen dafür zu sorgen, dass in dem politischen Wettbewerb die unterschiedlichen Parteien nicht immer so tun, als sei alles gleich viel wert und dann in den Parteien, ehrlich gesagt, keiner mehr richtig weiß, wofür sie stehen, sondern auch sich dazu zu bekennen, dass vieles in der Gesellschaft wichtig ist, aber dass einzelne Parteien einzelne besondere Schwerpunktaufgabe haben. Ich bin mal Umweltminister gewesen. Ich bin bestimmt nicht gegen Klimaschutz und Umweltschutz. Aber ich weiß, dass die Sozialdemokratische Partei zuallererst mal die unmittelbaren Lebensinteressen der Menschen in Deutschland vertreten muss, die jeden Tag arbeiten gehen. Oder die nicht arbeiten können, deren Interessen vertreten. Und dass die Grünen eine andere Aufgabe haben, die Union eine andere Aufgabe hat, andere Gruppen der Gesellschaft zu binden in unserer Gesellschaft. Ich habe große Angst davor, wenn wir nicht aufpassen, dass die Stahlarbeiter die Nächsten sind, die sich überlegen, ob sie eigentlich im politischen Betrieb Deutschlands noch Ansprechpartner in den Volksparteien haben. Wenn wir nämlich zulassen, dass Billigexporte, weil wir alle erklären, wir brauchen einen offenen Markt, Dumpingstahl aus China, deren Jobs rasiert. Oder weil wir an unseren Klimaschutzzielen selbst die besten 10% noch mit Auflagen versehen, statt sich mal darum zu kümmern, dass die anderen 90% endlich besser werden. Und ich finde, bei all dem, was in der Energiewende, ich mache das mit großer Überzeugung, gemacht wird, kann man nicht jeden Tag rufen, raus aus der Kohle, bevor man nicht mal geklärt hat, wo finden die Familien, die da jetzt gerade übrigens nicht nur sichere Jobs, sondern auch anständig bezahlte im Tarifvertrag haben, wo die morgen ihre Arbeit finden. Und ich sage euch, da gibt es eben nur eine Partei, die sich darum kümmern muss, und das ist die deutsche Sozialdemokratie. Die ist dafür da. Dafür ist sie da. Das heißt nicht Verbraucherschutz kleinschreiben. Das heißt nicht Umweltschutz vernachlässigen. Aber klar zu machen, wen wir vertreten, das glaube ich, und wen die Grünen und die Linkspartei und die Union vertreten, und uns nicht gegenseitig ständig nachmachen und wie gesagt so als Vollsortimenter da reinkommen, wo der in den Laden geht, nicht mehr weiß, ist das jetzt eigentlich ein Bioladen oder werden hier normale Sachen hergestellt und was gibt es hier eigentlich noch alles, sondern dass die mal die Möglichkeit haben zu wissen, wofür stehen wir. Und die Sozialdemokratie muss stehen für die, die die Werte dieses Landes schaffen, für die, die sie erarbeiten. Und sie müssen dafür sorgen, dass sie einen fairen und gerechten Anspruch, ich wiederhole, am Haben und am Sagen in diesem Land haben. Darum geht es in den kommenden Jahren, liebe Freundinnen und Freunde. Dazu zählt, dass einer, der arbeiten geht und 40 Jahre gearbeitet hat, doch eine höhere Rente braucht als einer, der nicht gearbeitet hat. Und dazu zählt übrigens auch, dass wir haben keine Rente mit 63 eingeführt. Wir haben eine Rente nach 45 Versicherungsjahren eingeführt. Die reden uns hier ständig ein, wir hätten eine Rente mit 63 eingeführt und das sei doch absurd. Nein, wir haben eine Rente für die ohne Abzüge eingeführt, die 45 Jahre gearbeitet haben. Und das muss doch wohl möglich sein in einem der reichsten Länder dieser Erde. Und jetzt kommen die Ersten und sagen, nein, alle bis 70 arbeiten.
Das, die Vorschläge machen immer Leute, die in Jobs sitzen, wo man viel Geld verdient und am liebsten noch mit 80 da sitzt. Das macht kein Handwerksgeselle, keine Krankenschwester. Ich will übrigens auch nicht von einer 67- oder 70-jährigen Krankenschwester gehoben werden, und zwar zu deren Schutz und zu meinem. Ja? Sondern wir müssen flexible Übergänge schaffen und am Ende muss eine Rente stehen, bei der man seinen Lebensstandard halten kann. Und Andrea Nahles hat zu Recht gesagt, wir dürfen das Rentenniveau nicht weiter abstürzen lassen. Dass die CDU das nicht richtig findet, das muss ein Problem der CDU bleiben. Es ist richtig, wir können das Rentenniveau nicht immer weiter nach unten drücken. 41% oder 43% Rentenniveau heißt doch, dass keiner mehr will, in diese Rentenversicherung einzuzahlen, weil sie wissen, dass am Ende ihnen das im Alter überhaupt nicht hilft. Und deswegen muss es sozusagen ein Sicherungsniveau geben, wie wir das heute haben. Andrea hat völlig recht. Und wir müssen uns darum kümmern, dass die Erwerbsminderungsrente besser wird. Dass wir dafür sorgen, dass diejenigen, die lange gearbeitet haben, mehr haben als nur die Grundsicherung. Wir müssen uns darum kümmern, dass betriebliche Altersversorgung dort attraktiv wird, wo wir sozusagen denen sagen, dann geht mal in Tarifverträge und seht mal zu, dass ihr da reinkommt, dann fördern wir das auch. Und wer da nicht reingeht, da helfen wir den Arbeitgebern bitteschön nicht, sondern nur denen, die in Tarifverträge gehen. Und in der Pflege wird es doch darum gehen müssen, dass wir, mal die Absurdität der Pflegeversicherung ist doch klar, beide kriegen die gleiche Leistung, bloß bei einem ist es ein kleiner Beitrag und beim anderen größer, weil der eine sich das gute Risiko aussuchen kann, bei denen besser verdienen. Ich meine, wie irre muss man sein, um so ein System aufzubauen? Muss doch möglich sein, dass wir in Deutschland in der Pflege und in der Krankenversicherung etwas haben, wo alle, egal wie viel sie verdienen, die gleiche Qualität medizinischer Leistung und Pflege bekommen. Deswegen muss es eine Bürgerversicherung in diesem Land geben. Ich wüsste gar nicht, wie das anders gehen soll. Das gehört mit dazu, dass die Menschen merken, dass wir sie kennen und dass wir uns ihrer Alltagssorgen bewusst sind. Dass jemand, der wenig verdient, gesetzlich krankenversichert ist, dass der auf einen Facharzt 3 Wochen warten muss, 4 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen. Und der privat versichert ist, der muss noch nicht mal einen Tag warten. Das ist doch, merken doch Menschen, dass das zu Tode ungerecht ist. Darf doch nicht von den Beziehungen abhängen, ob man in Deutschland eine gute und schnelle medizinische Versorgung bekommt. Und deswegen gehört das mit auf die Agenda der Veränderung in der Republik. Das alles meine ich, wenn es darum geht, Menschen zu zeigen, wir wissen, es gibt euch. Und ihr seid was wert, ihr seid nicht irgendwie Objekte in diesem Land, ihr seid Subjekte, die was beigetragen haben zum Wohlstand. Und denen wir jetzt auch einen fairen Anteil davon geben wollen, auch wenn sie alt und pflegebedürftig werden. Also, meine Antwort auf diese Verunsicherungen, die die Menschen haben, ist, sie schlicht und ergreifend, so einfach sich das anhört, einfach mal wieder mehr zur Kenntnis zu nehmen und auch an die unangenehmen Orte zu gehen, da wo es schwierig ist, da wo sozusagen in den Stadtteilen es unangenehm ist, da wo du komische Fragen gestellt bekommst, da wo Menschen auch sozusagen nicht in der gleichen Art und Weise sprechen wie bei uns. Es darf nicht erst sozusagen die Voraussetzung sein, dass man die Gendersprache beherrscht, dass man mit uns mal ins Gespräch kommt. Und jemand, der den Satz Menschen mit Migrationshintergrund nicht aussprechen kann, sondern von Ausländern spricht, mit denen muss man in Deutschland auch noch reden dürfen, ohne gleich zum Rechtsradikalen erklärt zu werden. Wenn wir mit denen nicht reden, wenn die nicht merken, dass wir sie kennen und darum uns um sie kümmern, dann bleibt denen nur eine Alternative und das ist die falsche. Und deswegen plädiere ich in meiner Partei und bei allen, bei denen ich darüber rede, lasst uns dafür sorgen, dass wir diesen Solidarpakt schmieden, von dem Wilhelm vorhin gesprochen hat. Jeder in diesem Land, die aus Not und Elend zu uns kommen und die schon lange hier leben, die müssen wissen, dass sie hier ihren Platz haben, dass sie alle gleichberechtigt sind, dass wir nicht nach Rasse, nach Religion, nach Hautfarbe, nach Geschlecht, nach Einkommen unterscheiden. Zumindest die Idee von Sozialdemokratie und AWO von Anfang an. Wir sind ja nicht deshalb stark und langlebig geworden, weil wir immer das Richtige getan haben, außer der AWO natürlich. Sondern es soll auch bei uns Fehler gegeben haben. Aber die SPD trägt ihren Namen schon so lange, seit 1891, weil wir nie etwas gemacht haben, für das wir uns so sehr hätten schämen müssen, dass wir unseren Namen verändern müssten. Das übrigens geht allen anderen Parteien in Deutschland, die ein bisschen älter sind, ganz anders. Die mussten ihren Namen manchmal mehrfach wechseln, weil sich für das, was sie verbrochen haben, schämen musste.
Und die Idee, die dahinter steckt, warum es uns gibt, das ist die Idee von Freiheit. Nicht nur Freiheit von Not und Unterdrückung, sondern es ist die Idee von Freiheit zu einem selbstbestimmten Leben. Dass es eben nicht abhängt vom Einkommen und anderen Fragen, was aus dem Leben wird. Ein gelungenes Leben, das muss jeder selber führen. Das kann die AWO nicht für ihn machen, die SPD nicht, der Staat nicht. Aber man muss Bedingungen schaffen in einer Gesellschaft, in der jedes Leben gelingen kann. Das ist unsere Aufgabe. Und das müssen wir auch im Zeitalter der Globalisierung schaffen. Und das gelingende Leben für alle wieder in den Blick zu nehmen. Nicht an diesen Elitendialogen ständig teilzunehmen, sondern am Alltag der Menschen teilzunehmen. Das, glaube ich, ist unsere große Aufgabe. Und dann werden wir die Rechtspopulisten und sozusagen die Unsicherheiten, die sie sich ja zunutze machen, das sind ja nicht die Flüchtlinge, um denen es denen geht, sondern die wollen zurück in die Gesellschaft vor Willy Brandt und einige, wie gesagt, zurück in die Gesellschaft vor Konrad Adenauer. Wenn wir die wieder zurückdrängen wollen, dann müssen wir den Menschen wieder mehr Sicherheit und mehr sozialen Zusammenhalt geben. Und da gibt es viele Aufgaben, die der Staat machen muss. Übrigens auch für innere Sicherheit sorgen. Aber es gibt auch ein paar Dinge, die muss jeder tun. Für Respekt und Anstand in der Gesellschaft zu sorgen, das ist eine Jedermannspflicht in einem aufgeklärten demokratischen Staat. Und das beginnt bei der Sprache. Das Internet ist ja oftmals kein soziales Netzwerk, sondern was die Sprache und die Gewalt dort angeht, eher ein asoziales Netzwerk. Sich dagegen zu stellen, im Alltag dafür zu sorgen, dass die sich anders verhalten, auf Widerspruch stoßen. Geht übrigens los, sich mal an die eigene Erziehung zu erinnern. Und wenn in der Straßenbahn ein junger Mensch sitzt, dass der aufstehen muss, wenn ein Älterer reinkommt. Das ist keine Schande. Das haben wir alle mal so gelernt. Da müssen wir es auch mal sagen, wenn das nicht passiert. Ich glaube, diese Jedermannspflicht, für Anstand und Respekt in diesem Land zu werben, einzutreten dafür, selber so zu leben, sich nicht selbst radikalisieren zu lassen im Umgang, auch im politischen Umgang. Das ist auch etwas, was dazu gehört, um Menschen wieder zurückzugewinnen. Das weiß die AWO mit einem offenen Herzen mindestens so gut wie die Sozialdemokratie. Lasst es uns andere auch wieder lernen. Das hier ist ein Land, in dem nicht alles in Ordnung ist, aber es ist auch ein tolles Land. Bei all dem, was wir kritisieren, ich glaube, es gibt kein Land der Erde oder fast keines, in dem man so frei, so demokratisch und auch so sozial sicher leben kann wie unser Land. Das heißt nicht, dass es nicht Dinge zu verbessern gibt. Aber ich glaube, es geht auch darum, Menschen wieder stolz auf dieses Land zu machen. Denn sie haben es selber erarbeitet. Die Deutschen sind nicht so, wie diese seltsamen Typen am rechten Rand es darstellen. Es sind Leute, die gehen arbeiten, die lesen am Abend ihren Kindern an der Bettkante eine Geschichte vor. Die gehen zur Arbeiterwohlfahrt, in Sportverein, zur Feuerwehr, ins DRK, kümmern sich um Jugendliche, um Leute, die Hilfe brauchen, beleben dieses Land, halten das Land jeden Tag zusammen. Das ist Deutschland. Und die Menschen, die das tun, die dürfen auch stolz darauf sein, dass sie das machen. Und die anderen, die uns das Gegenteil einreden wollen, das sind nicht die Anständigen, sondern die unanständigen Deutschen. Und auch darum muss es in Deutschland gehen, dass diese Mitte der Gesellschaft wieder das Land prägt und nicht diejenigen, die andere am Rand der Gesellschaft gegeneinander aufhetzen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Applaus